Hat jetzt das Wort der Kollege Dr. Matthias Mittelberg von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, herzlichen Dank und meine Damen und Herren, es ist schon betont worden, dass in diesem Antrag der Sozialdemokraten, die sich hier leider im Plenum immer weiter verflüssigen, durchaus Sinnvolles vorhanden ist und auch solches, an das man anknüpfen kann. Allerdings, wenn man es aufmerksam sieht, stellt man auch fest, dass eine ganze Menge an Widersprüchen festzustellen sind. Gerade etwa im Steuerbereich fordern Sie in Ihrem Antrag ein bundesweit gleichmäßiges Vorgehen der Finanzbehörden gegen Steuerhinterziehung. Die Einschätzung teilen wir uneingeschränkt. Jetzt kam der Vorschlag, auch in der Diskussion um die Steueroasen, auch von unserem Staatssekretär Kampeter, nach einem einheitlichen Steuer-FBI, also einer Art Bundespolizei im Bereich der Steuerhinterziehungsverfolgung. Das wurde jetzt von Ihren Länderchefs, von Ihren SPD-Länderchefs sogleich wieder abgelehnt. Und das Witzige daran ist, damit haben Ihre SPD, Ihre sozialdemokratischen Länderchefs auch gleich Ihrem Kanzlerkandidaten widersprochen. Denn der hatte in seinem 8-Punkte-Plan Anfang dieses Monats noch gefordert, eine bundesweite Steuerfahndung. Also, da müssen wir uns auch ganz generell fragen, wie verlässlich sind in Zukunft die Klartextaussagen von Peer Steinbrück, der ja offensichtlich in Ihren eigenen Reihen nur allzu wenig Beinfreiheit noch zur Verfügung hat. Der nächste Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, ist das Thema Ankauf von Steuer-CDs. Ich habe damit grundsätzlich gar keine Probleme und teile die Einschätzung des Kollegen Binding in dem Fall. Aber ich sage doch, man muss doch festhalten, der Ankauf dieser CDs beschert uns doch in der Regel nur Punkterfolge. Das sind Einzelerfolge, Einzelmaßnahmen, und es geht nicht um eine rechtsstaatlich wirklich fundierte, wie der Kollege von Essen das zu Recht bemerkt hat, nicht um eine wirklich rechtsstaatlich fundierte Ermittlungsmaßnahme, die auch systematische Erfolge und eine wirkliche Austrocknung dieses Sumpfes Steuerhinterziehung ermöglicht. Darüber müssen wir uns doch einig sein. Und dass die wirklich gescheite Maßnahme wäre gewesen, die Unterzeichnung und auch Ihre Zustimmung zu dem Steuerabkommen mit der Schweiz. Herr Kühl, aus Rheinland-Pfalz rennt jetzt rum und sagt, ich habe diese tolle Steuer-CD erworben, die bringt mir später 500 Millionen. Der Kollege Walter Borjans in Nordrhein-Westfalen war überhaupt nicht in der Lage, Auskunft darüber zu geben, auf Anfrage der CDU-Opposition, wie viel denn der bisherige Ankauf von Steuer-CDs erbracht habe. Also was kommt nachher wirklich an Erträgen rüber? Darüber haben wir bisher überhaupt gar keine verifizierten Zahlen. Also diese 500 Millionen stehen im Raum, ob wir die jemals je sehen werden, das ist reine Spekulation. Also auch unter dem Gesichtspunkt muss man die Effizienz dieser Maßnahme hinterfragen. So, und ich gehe noch mal ein auf das Thema Schweiz. Ich sage Ihnen das ganz deutlich, weil hier sind eben auch nicht zutreffende Informationen verbreitet worden. Wird immer gesagt, die USA hätten da viel mehr erreicht mit ihrem Musterabkommen mit der Schweiz, mit diesem FATCA-Abkommen. Die USA haben mit diesem Abkommen für die Vergangenheit gar nichts geregelt. Also das ganze Thema Vergangenheit, wer da früher mal in der Schweiz angelegt hat, ob die noch irgendwas zahlen, da kriegen die USA gar nichts, keinen Cent. Das ist die Wahrheit. Während bei unserem Steuerabkommen würden nicht nur in der Vergangenheit die Zinserträge pauschal, sondern das gesamte Kapital der Anleger dort pauschal nachversteuert werden, und zwar mit einem Zinssatz von durchschnittlich 21 bis 41%. Im Schnitt müssten die Steuerzahler dort ungefähr 26,5% nachzahlen, nicht nur auf die Zinsen, also auf die Erträge, die sie dort gezogen haben, sondern auf das gesamte schwarze Kapital, das dort eingelegt ist. Das verwechseln viele, und das verwechseln allzu gern auch viele in Ihren Reihen, Kollege Binding. Wir hätten damit einige Milliarden an zusätzlichen Einnahmen zur Verfügung gehabt, auf die wir jetzt bedauerlicherweise verzichten müssen. Und insoweit sind Ihre Kritiken an diesem oder jenem Punkt, wir hätten hier oder dort kein Geld zur Verfügung, eigentlich nicht viel wert. Wir haben uns, eben wurde das auch angesprochen, über das Thema Steuerhinterziehung im internationalen Kontext unterhalten. Wir seien da so ein bisschen der Entwicklung hinterher.
Ich sage aus meiner Sicht, das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir sind natürlich international im Kontext mit anderen Ländern auf Zusammenarbeit angewiesen. Und wenn hier in der Vergangenheit Fehler gemacht worden wären, und diese Dinge laufen ja bisher immer über sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen, also über Verträge zwischen den einzelnen Ländern, zwischen Deutschland und den jeweiligen Partnerländern. Und das Lustige ist, das sage ich mal ganz deutlich, wenn Sie damit bisher Probleme gehabt haben, dann wundert mich das, dass Sie bisher allen Doppelbesteuerungsabkommen, die wir als Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen haben, zugestimmt haben, und zwar uneingeschränkt. Der nächste Punkt, und ich könnte hier noch mehrere Initiativen nennen, FATCA ist eben genannt worden. Hier sind wir als Deutschland führend mit dabei mit einem Musterabkommen mit den USA. Und wir haben es auch vorangetrieben, dass jetzt die G5, die fünf großen europäischen Staaten, dieses Musterabkommen untereinander festlegen als Maßstab für den automatischen Informationsaustausch. Ähnliches gilt für die Revision der EU-Zinsrichtlinie. Auch hier geht es um automatischen Informationsaustausch, diesmal auf Ebene der EU. Und auch hier ist Deutschland führend. Wir treiben es nämlich mit voran, dass diese EU-Zinsrichtlinie jetzt ausgedehnt wird in ihrem Informationsgehalt auch auf Lebensversicherungen, auf strukturierte Finanzprodukte, auch auf die vielbesagten Trusts, auch auf private Stiftungen, auf alle Arten von Investmentfonds. Und in Zukunft wollen wir auch die Ausdehnung nicht nur auf Zinsen, was Erträge angeht, sondern auch noch auf Dividenden und Veräußerungserlöse. Und die ersten Erfolge können Sie jetzt sehen. Luxemburg hat bereits eingelenkt und hat gesagt, wir geben unsere Blockadehaltung in dem Punkt auf. Und wir werden ab 2015 unter dieser Zinsrichtlinie mitarbeiten am internationalen Informationsaustausch. Ich könnte auch noch auf die BEPS-Initiative eingehen, die in Zukunft Steuerabflüsse verhindern wird, die wir zunehmend durch Internethandel haben, Stichworte Amazon und Google. Da ist unser Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble an erster Stelle federführend. Deutschland leitet eine der drei Arbeitsgruppen, die die Details in diesem Bereich erarbeiten werden. Und wir werden im Juni dieses Jahres, also im Juni jetzt, der unmittelbar ansteht, einen Aktionsplan vorlegen auf G20 und OECD-Ebene. Und insoweit bewegen wir uns da sehr konkret und an führender Stelle als Deutschland in dem Thema internationale Bekämpfung der Steuerhinterziehung voran. Mir fällt in dem Zusammenhang auf, wenn wir alle diese Dinge diskutieren und Sie auch an diesen einzelnen Maßnahmen, wir werden da nicht ganz vorne dran, Kritik anbringen. Bis 2009 hieß der Bundesfinanzminister hier Steinbrück. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass wir in irgendeinem dieser Punkte, FATCA habe ich eben genannt, EU-Zinsrichtlinie habe ich eben genannt, dass wir in irgendeinem dieser Punkte, auch zum Beispiel Verschärfung der Selbstanzeige bei der Steuerhinterziehung, von uns jetzt verschärft worden, dass dort von Steinbrück als Finanzminister irgendetwas Brauchbares in dieser Hinsicht umgesetzt worden wäre. Ich glaube, keiner im Haus hat daran eine Erinnerung. Ich sage Ihnen ganz deutlich, ich glaube, wir sind insgesamt mit unserer Steuerpolitik hier gut unterwegs. Ich glaube, wir kommen gerade international nicht so gut weiter mit der Kavallerie, vor allen Dingen, wenn die dann wie Steinbrück auf toten Pferden unterwegs ist, sondern wir bewegen uns konsequent weiter in dem Stil, wie wir das bisher getan haben, indem wir nachhaltig verhandeln, indem wir auf Diplomatie und Transparenz und auf Konsequenz setzen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell.